Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Hauptthema unserer heutigen Sendung sind die fünften Herren des SV Werder. Berühmt berüchtigt schon diese Truppe, denn seit mehr als 45 Jahren besteht diese Mannschaft und der grobe Umkreis. Wir wollen Ihnen einen schönen Beitrag zeigen, haben Studiogäste, die wir Ihnen gleich vorstellen, aber erstmal der Beitrag für Sie. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum allerletzten Hallenturnier der fünften Herrenmannschaft des SV Werder Bremen. Eingeladen zu diesem besonderen Fußballturnier waren die Vereine vom FC 04 Oberursel, Sportverein Dessau 97, dem TuS Hunnebrock und natürlich die fünfte Herren des Sportvereins Werder. Was zur Vorbereitung eines ordentlichen Altherrenturniers gehört, erzählt uns Wirt Manni Kromer. Ich habe gesehen, den einen oder anderen hast du schon ein Bier mehr eingeschenkt. Ist das eine Beeinflussung fürs Turnier gleich? Nö, ich kenne ja die Leute schon teilweise 10 Jahre. Und ich weiß schon, dass der eine oder andere, wenn er 2 Bier mehr hat oder 2 Bier vor dem Turnier trinkt, dass er dann ein bisschen besser laufen kann. Und deswegen habe ich dem einen oder anderen schon mal ein Bier mehr gegeben. Bevor aber der erste Ball rollt, berichten wir noch von einem ungewöhnlichen Brauch der fünften Herren. Wolfgang Schäfer wird Ihnen kurz vorstellen, was es mit diesen Säcken auf sich hat. Wolfgang, die fünfte Herren hat ja einige Besonderheiten und man kann sie gar nicht auf einmal auflisten. Und eine ganz besondere Geschichte im Rahmen der fünften Herren ist eure Geschichte hier mit diesen Säcken, die du, wovon du eine in der Hand hast. Kannst du mal erläutern, was denn das mit diesen Säcken auf sich hat? Ja, wir hatten also vor Jahren mal die Idee, dass wir gesagt haben, die fünfte Herrenmannschaft, eine Traditionsmannschaft des Vereins, die viel für den Sportverein Werder getan hat, Stadiondienst, aber auch viele, viele gute Fußballspiele geliefert hat und wo auch Spieler drin waren, die früher in der Oberliga in diesen Kreis integriert waren. Da haben wir gesagt, wir werden älter. Wir wollen aber den Zusammenhalt, den wollen wir wahren. Und das bedeutet, wenn wir älter werden, wer über 50 ist, der bekommt einen Sack. Und diesen Sack, den hat er immer bei sich zu tragen. Und wenn er diesen Sack nicht bei sich hat, dann muss er 5 Mark in die Strafkasse bezahlen. Jetzt geht es aber weiter. Jetzt werden wir älter. Und wer über 60 wird, der muss seinen Sack abgeben und kriegt ihn wieder mit 2 Flicken drauf. Wunderschöne Flicken. Das heißt, das ist also der Altwerderaner, der schon über 60 ist. Aber die Geschichte geht noch weiter. Wenn jetzt einer über 70 wird, und dies habe ich bisher erreicht, dann frankst der Sack so langsam aus und dann ist das Zeichen, das ist der über 70-Jährige. 70 sind sie noch nicht, aber über eine große Fußballererfahrung verfügen sie alle, unsere Spieler der Altherren. Wie zu sehen ist, juckt es den Spielern schon in den Füßen. Bevor es jedoch losgeht, wollen wir mal hören, mit welchen Erwartungen die Mannschaften in dieses Turnier starten. Ja, ich denke mal, dass wir ganz gute Chancen haben, weil wir waren ja immer mit einer der Ersten bei den Turnieren. Ich meine, jetzt haben wir so ein paar Dicke dabei heute. Ne? Das Spiel wird ein bisschen langsamer wahrscheinlich. Wir sind ja auch älter geworden. Letztes Mal vor 3 Jahren waren wir hier und da ging das noch. Aber wie gesagt, man, von Jahr zu Jahr wird es ein bisschen langsamer. Und ich denke mal, dass wir so Erster bis Dritter werden können. Schickt ihr gleich eure Top-Mannschaft aufs Feld oder seid ihr vorsichtig beim Start des Turniers? Ja, wir haben nur die Besten auf dem Feld heute Morgen. Ja. Die anderen, die Schwächeren, die kommen erst im zweiten Spiel. Aber im ersten Spiel kommen die Stars. Das heißt, du gehst auch davon aus, dass heute die Oberursler wohl die stärkste Mannschaft hier bilden werden? Die Favorit sind wie jedes Jahr. Wie jedes Jahr? Wie jedes Jahr. Wir kämpfen um den Vorletzten. Das ist unser Ziel. Und dabei sein ist alles. Was glaubst du, wie wird es für euch verlaufen? Habt ihr eine Chance, vorne mitzumischen? Ja, wenn ich mir die Gegner so angucke, sind alles eigentlich altbekannte Gesichter. Also, wenn es gut läuft für uns, denke ich schon, haben wir eine ganz gute Chance, einen guten Tabellenplatz zu haben. Dieses Jahr haben wir die Chance, euch hier bei uns begrüßen zu dürfen, auch zum 100-jährigen Bestehen des SV Werder Bremen. Die Festivitäten sind jetzt ja mittlerweile angelaufen. Ich freue mich, dass wir unser 20. Hallenturnier haben und wir sind uns eigentlich sicher, dass es auch unser letztes wird. Nämlich 20 Jahre in unserem hohen Alter, die meisten sind weit über 50 und sind schon über 60, sagen wir uns langsam, wir hören jetzt auf. Und darum haben wir eigentlich unsere Freunde eingeladen, die uns jahrelang auf diesem Turnier begleitet haben. Sprich, an erster Stelle muss ich sagen, FC 04 Oberursel, schön, dass ihr wieder da seid.
Nach der herzlichen Begrüßung von Jürgen Porath, neben Wilfried Milde, einer der Macher der fünften Herren des Sportvereins Werder, starteten nun die Mannschaften vom FC 04 Oberursel mit den gelben Hemden spielend gegen die Spieler vom Sportverein Dessau 97. Dass die Oberurseler zu den Turnierfavoriten zählen würden, demonstrierten sie gleich im ersten Spiel, indem sie, wie angekündigt, mit ihrer besten Mannschaft aufliefen und auch gegen Dessau mit 2:0 gewannen. Also, das war schon nicht schlecht, was die beiden Mannschaften im ersten Spiel des Turniers zeichnen, und die Werderaner waren ganz offensichtlich beeindruckt von der Klasse dieser Auftaktpartie. Ja, und dann kommen wir schon zum ersten Spiel der fünften Herren des SV Werder gegen den TuS Hunnebrock. Und aufgepasst, Torwart Udo Eisenhut musste sich gleich strecken. Aber es ging ja nochmal gut. Der Ball ging knapp neben das Tor und unsere Werderaner bauen ruhig das Spiel auf und versuchen, den Ball in den eigenen Reihen gekonnt laufen zu lassen. Unser Spieler vom TuS Hunnebrock, ein Verein aus dem Westfälischen, hier mit dem grün-schwarzen Trikot, gehört der jüngeren Spielergeneration an, wie im Übrigen auch bei den anderen Mannschaften vorwiegend die jüngeren Spieler auf dem Feld aktiv waren, denn das Hallenspiel ist bekanntlich sehr anstrengend. Hier sehen wir einen Gastspieler des Sportvereins Werder, nämlich Gerd Helmers vom Verein Viktoria Flachsmeer, einem Verein, der in Ostfriesland beheimatet ist. Eine schöne Randerscheinung und auch ein Zeichen für den fairen Umgang miteinander ist die Tatsache, dass keine offiziellen Schiedsrichter benötigt wurden, sondern die Spiele von Schiedsrichtern aus den teilnehmenden Mannschaften gepfiffen wurden. Und schauen Sie mal hier, diesen Übersteiger hätte Hannes Bongartz zu seinen besten Zeiten nicht besser machen können. Ja, und dann wird gewechselt, denn die Spiele in der Halle sind außerordentlich anstrengend. Und da ist es schon angebracht, wenn man das Wechselkontingent auch tatsächlich in Anspruch nimmt. Die Hunnebrucker Sportfreunde führen zu diesem Zeitpunkt des Spiels 1:0 und setzen die Werderaner stark unter Druck, wie auch hier zu sehen bei dem folgenden Eckball, wobei aber der Kopfball dann doch das Tor verfehlte. Jeder Fußballer weiß, wer den Sack nicht zumacht, wird dafür bestraft. Der TuS Hunnebrock drückt mächtig weiter auf das Tor der Werderaner, aber Udo Eisenhut, Torhüter der Werderaner, rettet hier mit einer Glanzparade das Unentschieden. Horst Münte, Urgestein der fünften Herren, findet es kurios, dass ausgerechnet zum allerletzten Hallenturnier zum ersten Mal über ein Spielsystem richtig nachgedacht wird. Allerdings führt dieses Spielsystem und die Erläuterung dazu ganz offensichtlich zu erheblichen Diskussionen in der Mannschaft. Und der weitere Turnierverlauf wird zeigen, ob es denn was gebracht hat. Ganz ohne Blessuren geht es beim Fußballturnier der Altherren natürlich nicht vonstatten, aber erfreulicherweise hielten die Spieler das Fairplay während des gesamten Turniers doch recht hoch. Nach einem Foul folgte sogleich die Entschuldigung und diese Entschuldigung wurde eigentlich auch immer angenommen. Hier haben wir eine Spielszene aus dem Spiel FC 04 Oberursel gegen den TuS Hunnebrock und passen Sie auf, liebe Zuschauer. Trotzdem die Frankfurter Vorstädter eine Mauer bilden, zirkelt der Hunnebrocker Spieler den Ball unhaltbar ins Tor der Oberurseler. Trotz dieses schönen Treffers reichte es für die Hunnebrocker nicht mehr. Oberursel gewann dieses Spiel mit 2:1. Die Bremer versuchten es nun mit ihrer jüngsten Formation im Spiel gegen den Sportverein Dessau. Interessant, liebe Zuschauer, ist auch nochmal ein Wort zum Spielsystem des gesamten Turniers. Es spielte jeder gegen jeden und das in einer Vor- und Rückrunde, sodass eine Pleite in der Vorrunde durchaus
mal im Rückrundenspiel ausgeglichen werden konnte. Die Beziehung zwischen den Fußballern aus der ehemaligen DDR und der fünften Herren des SV Werder haben übrigens einen ganz ungewöhnlichen und höchst interessanten Hintergrund, bei dem dieser Herr ganz links, der Vizepräsident des Sportvereins Werder Bremen, Klaus-Dieter Fischer, und Dieter Bloßfeld, hier im Bild zu sehen, eine ganz bedeutende Rolle spielen. Und 84 in Jena zu einem Intertoto-Spiel, da spielt der SV Werder Bremen in der Intertoto-Runde gegen den FC Carl Zeiss Jena. Und auf der Rückfahrt von diesem Spiel lernten wir den fast gesamten Vorstand des SV Werder Bremen auf einem Rastplatz der Autobahn kennen. Unter schwierigen Umständen, weil dazu mal noch das Auge der Stasi und auch das Ohr der Stasi überall war. Und auf der Rückfahrt hatten wir es einem Zufall zu verdanken. Wir sind von dem Auto des Vorstandes überholt worden und hatten uns mit Blinksignalen bemerkbar gemacht. Und die Herrschaften des SV Werder Bremen fuhren dann auf einen Parkplatz und wir folgten ihm. Und dann erfolgte ein reger Austausch an Informationen und auch an Prospektmaterial und kleine Souvenirs des SV Werder Bremen. Und der Klaus-Dieter und ich tauschten uns damals die Adressen aus. Und ich bedankte mich auf diese Art und Weise nochmal schriftlich. Und so entstand erst ein Briefverkehr und dann die persönlichen Kontakte. Herr Fischer, was haben Sie denn seinerzeit gedacht, als Sie auf der Autobahn waren und urplötzlich angeblinkt wurden? Naja, ich bin ja immer ein bisschen mutiger als unser Präsident. Ich habe gesagt, komm Franz, fahr rechts ran. Er sagt, nein, wir dürfen das nicht, das ist verboten hier. Und ich sage, komm, das sind doch keine Stasi, was, lass uns mal ranfahren. Na, und dann traten die jungen Männer an uns heran und es hat sich dann sehr positiv entwickelt. Wir haben als erstes dann, als der Sportartikel auch, also auch Sportzeitungen ausgetauscht werden durften, habe ich dann als erstes dem Dieter Sportzeitungen geschickt. Die wurden aber dann immer noch von der Stasi untersucht. Es wurden auch Artikel als Sparwasser damals, daran erinnere ich mich, wir haben darüber diskutiert und wurden ausgeschnitten. Und dann kam ja meine Idee, Patenschaften zu schaffen, dadurch, dass Werder-Mitglieder aus der ehemaligen DDR damals dann Personen anwarben, die dann Mitglied bei Werder Bremen waren. Und dafür wurde dann hier in Bremen der Beitrag. Naja, und dann kam das Europapokalspiel und da kommt diese Verbindung, die Sie vorhin gehabt haben, gegen Dynamo Berlin. Da hatten wir natürlich für unsere Freunde aus Dessau und Franz Böhmhaut aus Oschersleben, hatten dann natürlich auch Karten reserviert und wir hatten gesagt, wir treffen uns vor dem Spiel im Hotel, im Grand Hotel zum Essen. Und dann kamen die Gruppen an und wurden sofort von DDR-Volkspolizisten angehalten. Sie sollten nicht rein ins Hotel. Und dann sind wir nach vorne gegangen und haben gesagt, entweder unsere Leute kommen rein und zum Essen oder wir reisen als komplette Mannschaft ab. Und dann mussten die Dessau und die aus Oschersleben mussten dann nach oben genommen werden. Klaus-Dieter Fischer erzählte nur eine von vielen Geschichten, die sich um diese fünfte Herren des SV Werder ranken. Und einer, der sie fast alle mitgemacht hat, ist Wilfried Milde, der hier seinem Sportsfreund Jürgen Porath in der Kabine ein frisch gezapftes Becks bringt. Schließlich ist das Leben eines Kabinensprechers auch nicht gerade einfach. Umso mehr sich das Turnier dem Ende zubewegte, desto deutlicher wurde eigentlich, dass die Mannschaft vom FC 04 Oberursel ihrer Favoritenrolle voll gerecht wurde und sich zu diesem Zeitpunkt schon deutlich abgesetzt hat. Wie technisch gut die Spieler dieses Turniers sich den Zuschauern präsentierten, sehen Sie, liebe Zuschauer, an diesem wunderschönen Spielzug der Werderaner. Der Pass kommt rüber und herrlich abgeschlossen.